Servus Leute, heute machen wir das Terminus Easter Egg. Let's go! Als erstes musst du Strom und Pack-a-Punch aktivieren. Wir müssen erstmal die Wunderwaffe bauen. Wenn du die aus der Kiste ziehst, könntest du diese ganzen Steps überspringen, aber gehen wir es mal durch, so wie es geplant ist. Wir müssen drei Laptops aktivieren. Einer bei Quick Revive, der nächste bei Stamina Up und der letzte ist vor den zwei Höhlen, wo man auch zum Boot runterkommt. Du brauchst dann auf einer deiner Waffen tote Leitung und musst mit dem Pack-a-Punch-Aufzug nach oben fahren. Du musst dann auf einen Stromkasten in einem Fenster reinschießen und direkt rechts von dir befindet sich dann auch schon ein elektrisiertes Teil, auf das du auch schießen musst. Der Strom bewegt sich dann zu drei weiteren Schaltkästen, auf die du auch schießen musst. Dadurch öffnet sich dieser Raum. Darin ist ein Zombie auf dem Boden, den du töten musst. Der droppt dir ein Teil. Dann holen wir uns im Wachturm noch diesen Resonator. Jetzt gehen wir zurück zum Raum und interagieren mit diesem komischen Gerät. Um es benutzen zu können, brauchen wir das Passwort. Das bekommen wir in unserem Spawnraum für 5000. Das Passwort geben wir jetzt ein. Dann müssen wir die Runde beenden und dann zeigt uns das Gerät an, auf welche Insel wir müssen, um unseren Resonator aufzuladen. Bei der Insel angekommen sehen wir diese Energiekugel, mit der wir interagieren müssen. Es spawnen jetzt Zombies und einer davon bekommt so einen Strahl ab. Den musst du killen und die Energie, die am Boden ist, musst du nehmen und zurück zu dieser großen Kugel tragen. Das musst du je Kugel zweimal machen. Wenn du das jetzt gemacht hast, siehst du, in welche Richtung die Kugel weiterfliegt. Du musst gesamt drei dieser Kugeln machen. Die nächste Kugel ist die grüne Kugel. Und jetzt kommt auch schon die letzte Kugel. Dadurch bekommen wir die Munition für die Waffe und haben die Wunderwaffe fertig. Jetzt müssen wir bei einer der zwei Fallen im Labor mit der Wunderwaffe reinschießen. Es kann immer eine andere sein. Teste beide aus, wenn es bei der ersten nicht klappt. Es droppt eine Festplatte, die wir wieder zum Spawnraum hochbringen werden. Im Spawnraum erfährst du, dass du wieder in die Forschungsstation musst, denn in der Mitte davon ist jemand eingesperrt. Dort interagierst du jetzt. Du musst diese Person jetzt mit einem Passwort befreien. Die drei Nummern für das Passwort sind immer anders und folgendermaßen bekommst du sie. Die erste Zahl befindet sich im Quick Revive Raum. Es ist der Stundenzeiger von der Uhr da hinten. Also du brauchst nur die Stundenzahl. In meinem Fall 5. Die zweite Zahl ist in der Kantine auf einer Karte. In meinem Fall die Nummer 2. Und die dritte Zahl ist am Weg zur Krankenstation, in meinem Fall eben die 5. Es kommt jetzt zu einem Bosskampf mit einem Human Centipede. Bevor du diesen Fight startest, schau, dass du zumindest eine gepäckgebanschte Schusswaffe hast, denn die Wunderwaffe richtet bei dem wenig Schaden an. Nach dem Fight holen wir uns eine Keycard, die unter Wasser in unserer Forschungsstation ist. Eine Schlüsselkarte. Sehr vielversprechend. Jetzt gehen wir zum Kommunikationsraum und müssen mit diesem PC interagieren. Wir wissen, dass es funktioniert hat, wenn sich der Text am PC ändert. Jetzt müssen wir auf eine Leiter klettern unter dem Schiffwrack. Darin befinden sich Energiezellen, die wir aufladen müssen. Da drin wirst du eingesperrt. Schau, dass du Geld für Munition oder Munition hast. Wenn wir das geschafft haben, müssen wir eine dieser Ampullen mitnehmen. Dann können wir nicht mehr sprinten und sie installieren. Es gibt jetzt drei Orte, an denen man sie installieren muss. Und zwei davon muss man solo immer machen. Wenn du eine installiert hast, musst du kurz zurück und die nächste holen. Die erste Position
ist gleich auf der Insel vor dem Schiffwrack. Die zweite Position gleich unter dem Wachturm. Und die dritte Position in der Speedcola-Höhle an der rechten Seite. Jetzt müssen wir zurück zum Spawnraum und bekommen einen Hacker-Device. Damit müssen wir jetzt drei Bojen im Meer hacken. Bevor du jetzt beginnst, die Bojen zu hacken, schau, dass du zwei Monkey Bombs mit hast, falls du Solo spielst. Wenn du die erste Boje gehackt hast, geht es um Zeit. Du siehst sie links, aber mach dir keinen Stress, es ist mehr als genug Zeit. Für die Positionen der Bojen fährst du einmal einfach einen großen Kreis um die Insel. Einmal beim Schiffwrack, einmal dort, wo der Bosskampf sein wird und die letzte siehst du auch. Wenn du jetzt alle drei Bojen gehackt hast, fahr mit dem Boot direkt zurück in die Forschungsstation, wo auch Pack-a-Punch ist. Dort drin wird nämlich eine Selbstzerstörungssequenz gestartet, für die du nur 5 Minuten hast, um sie zu beenden. Im Solo-Game ist das gar nicht so einfach, weil du während dem Entschärfen angegriffen wirst. Dafür setzen wir jetzt unsere Monkey Bombs ein und die Ulti Ätherschleier wäre perfekt, denn dann kannst du eine Bombe mit dem Ätherschleier entschärfen. Die Positionen der Bomben sind immer gleich. Zwei davon befinden sich im unteren Geschoss und eine im oberen Geschoss. Sie bilden sowas wie ein Dreieck, könnte man sagen. Wenn du das jetzt geschafft hast, ist der nächste Step schon der Bosskampf vom Easter Egg. Ich würde dir empfehlen, bevor du da reingehst, weil der Bosskampf, der hat's in sich. Schau, dass deine Waffe und deine Wunderwaffe dreifach gepuncht sind, du drei Schildplatten hast, einen Chopper Gunner mit hast, denn der ist recht stark beim Boss. Vielleicht, dass du auch zwei Monkey Bombs mit hast, ist nicht unbedingt notwendig. Und perkmäßig auch gut aufgestellt bist. So, dann geht's jetzt in den Bossfight rein. In der ersten Phase vom Boss müssen wir auf seine rot markierten Schwachstellen schießen. Er taucht des Öfteren ins Wasser ab und kommt von der anderen Seite wieder raus, je nachdem wie du zu ihm stehst. In der ersten Phase schlägt er mit seinen Tentakeln auf den Boden und du musst dem auf den Seiten drauf schießen. Pass gut auf, dass er dich nicht erwischt, während du dasht oder wegspringst, denn es kann dich extrem weit wegschleudern und insta-killen, wie bei mir zum Beispiel. Beim Wechsel in die zweite Phase verschwindet der Boss kurzzeitig. In dieser Zeit kannst du auf die Tentakel schießen und dann kommt er wieder und seine neue Schwachstelle ist seine dämliche, dreckige Fresse. Also rein in das Maul. Wenn Mangler spawnen, würde ich dir empfehlen, sie mit der Wunderwaffe zu killen. Von den Mechaniken her ist diese Phase eigentlich gleich wie die erste. Mach dir beim Boss auch keinen Stress, dass du zu langsam bist, schau, dass du eher safe spielst und nicht voreilig permanent nur drauf schießt. Jetzt kommt eine dritte Phase, in der er wieder mechanisch gleich kämpft, doch du musst auf seine zwei riesen Tentakel schießen. In der letzten Phase lädt er sich mit Energie auf und die neue Schwachstelle sind seine Augen. In dieser Phase sperrt er dir den Weg ab, sodass du bei der Hauptplattform kämpfen musst. Links und rechts befinden sich zwei Kisten. Mit denen kannst du dich vor ihm verstecken, wenn er seine Explosion startet. Schau, dass dich die Explosion nicht erwischt, denn die killt dich One-Shot. Er kann versuchen, dich mit seiner Zunge zu hucken. Währenddessen sind rechts und links seine Arme, seine Schwachstellen, wieder rote Punkte. In dieser Phase spawnen auch kleine Minibosse, schaut, dass du dich auf die konzentrierst und sie killst. Ich würde dir auch empfehlen, in dieser Phase den Chopper Gunner zu verwenden. Leider hatte ich einen Game-Absturz, der mich auf Runde 9 resettet hat, doch im Endeffekt, das ist der gesamte Kampf. Nach dem Kampf brauchst du nur noch aussuchen, willst du weiterspielen, dann bekommst du wieder eine Raygun und Pack-a-Punch-Kristalle. Oder bist du fertig und gehst direkt zum Hauptmenü. GG Mann, ich hoffe, ich konnte dir minimal helfen und würde mich über ein Abo freuen. Danke und ciao.